Es wird immer besser. Das ist mein Kurzfazit zu den März-Spielen des PlayStation Plus Spielekatalogs, welchen ihr in der Abo-Stufe Premium auch via Cloud Gaming zocken könnt. Woher wir einige der neuen Spiele jetzt schon kennen? Ja, im Rahmen der State of Play hat Sony PlayStation am 23. Februar war es, glaube ich, einen ersten Ausblick auf 5 kommende Titel gegeben. Wohlgemerkt einen Ausblick, denn vermutlich wird sich die Zahl der Spiele mindestens noch verdoppeln, wenn man vom letzten Monat ausgeht. So, dass alle Abonnenten dann halt ab dem 21. März 2023 dann eine richtige Qual der Wahl haben werden. Hier aber jetzt erst einmal die bereits bekannten neuen Titel des Spielekatalogs März 2023 für PlayStation Plus Premium. Fangen wir mit Rainbow Six Extraction an. Seit Jahrzehnten ist das Rainbow Team der Schild gegen schlimmste globale Bedrohungen. Jetzt droht der bis dato größte Schrecken. Ein tödlicher, mutierender Alien-Parasit. Spielt allein oder gemeinsam auf jeder Plattform das Koop-PvE First-Person-Shooter für 1-3 Spieler oder Spielerinnen und greift dabei auf bis zu 69 Waffen, 25 Geräte, 18 Operator mit Fortschritt, 12 großen dynamischen Karten und 13 Mutantengegner zurück. Im PlayStation Plus Premium-Abo ab dem 21. März spielbar. Immortals Phoenix Rising erweckt ein großes mythisches Abenteuer zum Leben. Spiele als Phoenix und begib dich beflügelt und halbgöttlich auf die Mission, die griechischen Götter zu retten. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Du bist die letzte Hoffnung der Götter. Kämpfe gegen berühmte Untiere wie den Kyklopen und die Medusa in dynamischen Auseinandersetzungen in der Luft und am Boden. Setze deine Fähigkeiten und verschiedenste Waffen ein, darunter Lenkpfeile, Telekinese und mehr, um einen verheerenden Schaden anzurichten. Und entdecke eine Welt, die aus 7 verschiedenen, jeweils von Göttern inspirierten Regionen besteht. Das von Ubisoft herausgegebene Spiel steht ebenfalls ab dem 21. März zur Verfügung. Begleite Chia im gleichnamigen Spiel auf ihrem tropischen Open-World-Abenteuer, in dem sie ihren Vater vor dem grausamen Tyrannen Miavora, dem Herrscher des Archipels, retten will. Klettere, gleite, schwimme und segle mit deinem Boot um wunderschöne Inseln, während du eine physikgesteuerte Sandbox erkundest. Stelle dich den von Miavora erschaffenen Stoffsoldaten in offenen Kämpfen, in denen deine Kreativität dir den entscheidenden Vorteil verschafft. Übernimm die Kontrolle über jedes Tier oder Objekt, das du finden kannst, finde neue Freunde und jamme auf deiner frei spielbaren Ukulele. Chia ist einfach eine poetische Geschichte über das Erwachsenwerden, welches von Neukaledonien inspiriert wurde, am 21. März 2023 weltweit neu veröffentlicht wird, wunderschön aussieht und auch mal für einen Stadia-Release im Gespräch war. Na dann, schauen wir uns das doch an, oder? Im März 2022 neu erschienen und übrigens auch von Bethesda herausgegeben, jetzt knapp ein Jahr später im Abo, Ghostwire Tokyo. Um was geht es? Tokyo befindet sich in den Fängen von übernatürlichen Mächten, nachdem die Einwohner durch das Zutun eines gefährlichen Okkultisten einfach verschwunden sind. Verbünde dich also mit einem mächtigen Geisterwesen, das auf Rache sinnt. Meistere ein Arsenal von Fähigkeiten, um die düstere Wahrheit hinter der verschwundenen Bevölkerung ans Licht zu bringen und stelle dich dem Unbekannten in Ghostwire Tokyo. Ja, und das letzte Spiel des heutigen Videos zocke ich im Moment gerade, und zwar auf der PlayStation 5 meines Sohnes. Danke dir nochmal, mein Bester. Ich rede von Uncharted Legacy of Thieves Collection. Die vom preisgekrönten Entwickler Naughty Dog erschaffene Collection enthält die beiden hochgelobten Singleplayer-Abenteuer aus Uncharted 4, A Thief's End und Uncharted The Lost Legacy. Entdecke mit den charismatischen, komplexen Dieben Nathan Drake und Chloe Fraser verlorene Geschichten, während sie die Welt bereisen und auf Abenteuern vergessenen Legenden hinterherjagen. Und ganz ehrlich, das sieht alles so toll aus, macht so einen Spaß, hat eine so dichte Story. Ich kann die gesamte Serie einfach nur empfehlen. Aus meiner Sicht ein Must-Play für jeden PlayStation-Fan und Besitzer oder vielleicht auch Cloud-Gamer.
Also Leute, mal ganz, ganz ehrlich, was ist das denn bitte für ein fettes Line-Up? Uncharted in der Legacy of Thieves Collection ist ein grandioses Paket, das muss einfach jeder Adventure-Fanboy gezockt. Und Tier? Ja, es ist nach Stray tatsächlich erst das zweite Spiel, welches als Day-One-Release direkt ins PlayStation Plus-Abo kommt. Und das gefeierte Katzenspiel erschien ja immerhin bereits im Juli letzten Jahres. Also nochmal kurz zurück zu Tier. Das werde ich mir definitiv näher anschauen. Alleine schon deswegen, weil wir vor knapp 2 Jahren ein Stadia-Release in der Gerüchteküche ja hatten. Und außerdem sieht es einfach wahnsinnig toll aus. Auch die beiden Ubisoft-Titel Rainbow Six Extraction und Immortals Fenyx Rising sowie Ghostwire Tokyo sind echt eine namhafte Ergänzung. Und ja, ich bin tatsächlich gespannt, was da zusätzlich noch kommen wird. Aber noch mehr als weitere geile Games würden mich natürlich begeistern, wenn es endlich ein Technik-Upgrade gäbe seitens Cloud Gaming von PlayStation. Das heißt, was meine ich damit? Bring diesen Mist doch bitte endlich in den Browser und damit direkt auf eine Vielzahl von Endgeräten, wie zum Beispiel Laptops oder Desktops oder Smartphones. Smart TV ist nicht zu vergessen. Do it, Sony. Do it, PlayStation. Und damit war's das heute hier fürs Video. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ahoi. Peace out. Ciao. Also, das ist nicht eine Hand vor dir. Habt ihr es gesehen? Ich gucke die ganze Zeit auf meinen OBS-Bildschirm, aber ich gucke nicht in die Kamera. Da seht ihr ganz kurz das Fake-Auge.